Letzte Vorbereitungen und los. Mit bis zu 200 Kilometern die Stunde rast Basejumper Cédric Dumont in die Schlucht. Es ist ein waghalsiges Unterfangen. Ein freier Fall dicht an der Felsenwand eines der höchsten Wasserfälle der Erde, dem 771 Meter hohen Gokta in Peru. Es war einer der intensivsten Sprünge, die ich je gemacht habe. Du fliegst und siehst diesen Urwald und die Schlucht rückt immer näher und näher. Und dann hast du diesen Wasserfall auf der rechten Seite. Es ist unglaublich. This is so intense. Für dieses Erlebnis musste das Team im Amazonas-Regenwald gute 4 Stunden bis auf 3000 Meter Höhe wandern. Um den Ort ranken sich viele Mythen. Von einem versteckt lebenden Andenvolk ist die Rede oder einer schönen Sirene, die dort einen Goldschatz bewache. Wem sein Leben lieb sei, so die Einheimischen, der wage sich nicht in deren Nähe.